Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir wollen jetzt, Halt die Klappe, Foyek. Entschuldigt meinen Freund, Metamöterin. Er würde nicht einmal einen Bartüren erkennen, wenn ihm einer ins Gesicht zappert. Aber wir wissen wirklich nichts über das Schloss. Und ja, an eurer Stelle würde ich mich davon auch fernhalten. Dieser Daigala war verrückt. Wieso? Naja, als man noch was von ihm gehört hat, waren seine Diener öfters hier unten, um einzukaufen. Und jedes Mal haben sie mindestens ein Dutzend Jäger angeheuert, damit sie ihnen tote Tiere bringen. Hasen, Rehe und so weiter. Und was daran ist ungewöhnlich? Vermutlich waren die für seine Experimente. Ja, aber doch nicht in der Menge. Ich meine, 40 pro Woche? Da muss doch was faul gewesen sein. Vermutlich war er Knochenmagier oder sowas. Und aus den Tieren wollte er eine Untotenarmee machen, um Arg einzunehmen und sich an dem Bund zu rächen. Kaninchen, Foliek. Kaninchen. Die Menge macht das Gift. So sagt man doch, oder, Madame? So sagt man, ja. Ich muss jetzt jedenfalls weiter. Hab Dank für eure Hilfe. Ich nehme an, du hast mitgehört. Ja. Vermutlich kriegen wir hier nichts als Mähren und abergläubisches Gerede zu hören. Was sagst du, wollen wir aufbrechen? Gib mir noch kurz, vielleicht haben manche der Leute hier doch noch was Interessantes zu erzählen. Wie du willst. Gib mir einfach Bescheid, wenn du los willst. Ja, mach ich. Ich frag ein paar Leute, aber ich esse noch mal ein Krustenbrot. So, Myram Sternsucher. Ihr lebt schon länger hier im Norden, oder? Wollte ich fragen, ob ihr mir vielleicht etwas über Dalgalah erzählen könnt. Über Dalgalah? Was gibt's da zu erzählen? Er war ein wegeloser Scheusal, ein Monster. Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem er ankam, wie als wär's gestern gewesen. All die anderen haben gejubelt und sich gefreut, aber ich habe sofort gespürt, dass an dem Kerl was faul ist. Und spätestens, als ich den Wagen mit den Leichentüchern gesehen hatte, wusste ich endgültig. Leichentücher? Das ist für einen Apothekarius aber nichts Ungewöhnliches. Das weiß ich, aber da war noch was anderes drunter, nämlich so ein kleiner, lebloser Körper, steif wie eine Wachsfigur. Ich schwör's euch, das war von einem Kind, ganz sicher. Aber naja, vermutlich glaubt ihr mir doch ohnehin nicht. Jetzt lasst mich in Frieden. Naja, also, zu so einer Zeit, so traurig es klingt, war das eigentlich auch öfters mal der Fall, dass auch Kinder gestorben sind. So die Tänzer. Und vielleicht sogar noch frisch gestorben oder so. Leichenstarr ist ja, dauert ja ein bisschen. Verschleierter Magier. Ja. Ich suche Wissen. Wissen? Na schön, vielleicht gibt es da das ein oder andere, was ich euch zeigen kann. Aber ich sag's euch gleich, es wird nicht billig. So, okay, mal gucken. Entropie und Psionik. Okay, der hat nicht neues Bogenbeschwören. Erdelementar rufen, Geisterwolf, Grabesfluch. Der hat nichts. Der hat genau das gleiche wie in der Unterstadt. Söldner, Gast. Gab's hier nicht noch welche mit Namen? Den hatten wir. Was ist mit euch? Madame. Ornit Windläufer. Madame. Spielmann? Ja. Jogan kann Windläufer. Kann ich euch helfen? Vielleicht ja. Ich untersuche das Verschwinden von Dalgalah. Wisst ihr etwas über ihn? Dalgalah? Als der hierher gezogen ist, war ich noch ein Säugling. Also nein, aber sein Schloss kenne ich. Und an eurer Stelle würde ich davon so weit wegbleiben, wie es nur geht. Das sagen viele. Wieso denn? Naja, wisst ihr, ich bin hin und wieder oben im Dorf, um nach Dingen zu suchen. Und einmal war ich blöd genug, bis vor die Mauern des Schlosses zu gehen. Also oben gibt's noch ein Dorf, okay? Und weiter? Da war etwas im Schlosshof. Ein Wesen aus blauem, grellem Licht. Und es hat sich bewegt und geatmet.
Ich bin schleunigst umgedreht und zurück zur Taverne. Und wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich die Finger von dieser Burg lassen. Ganz egal, was ihr dort sucht. Okay. So. Jäger, Trunknergast. Lara. Darf ich mir ein Lied wünschen? Was wollt ihr hören? Das Lied von den Vatüren, vom weglosen Wanderer. Das Lied vom Winterhimmel. Spielt einfach. Vom weglosen Wanderer möchte ich mal hören. Klar. Die Welt war nicht jung, doch sie war es für ihn. Kein Ort, was ihm fällt, nicht von dannen zu ziehen. Der Pfad, der von Malfas ihm zugedacht war, war ein Weg, den er niemals betrat. Und er irrte ins Nichts, bitte weg. Malfas zum Gruß. Wendus dann? Gut. Eine Fremdländerin, was? Ihr habt euch einen seltsamen Zeitpunkt ausgesucht, um dieses Land zu bereisen. Gast? Beletor, Feuerschuh. Beletor. Schreitet wohl, Madame. Schreitet wohl. Mit wem kann ich noch reden? Eine Partie? Raljot. Kommt, setzt euch doch. Setzt euch doch. Nee, ich möchte nicht spielen. Fremdländer. Noch eine erschöpfte Seele. Was darf sein? Nichts. Mit wem kann ich hier noch sprechen? Ich glaube, der läuft mir hinterher, kann das sein? Und der Traum, den er suchte, im Leben abgetaucht. Madame. Man muss ihnen auch alles zweimal sagen. Astrid Windläufer. Nordwindgebirge. Okay, hier ist niemand. Einmal kurz speichern. Nicht, dass ich da jetzt hier. Ich hoffe, das hat niemand gehört. Nicht, dass ich jetzt ein Kopfgeld bekomme oder so. Mist! Da war's. Hier ist aber auch niemand. Und da in dem Nebenraum? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hier ist auch niemand? Wessen Stimme habe ich jetzt gehört? Fremdländer. Also... Spielmann? Madame. Niemand kann mir was dazu sagen, oder wie? Fremdländer. Lara kann ihn nicht reden. Ja, kann ich euch helfen? Entschuldigt bitte, stammt ihr aus der Gegend? Das geht euch einen Scheiß an. Verschwindet! Okay. Setzt euch doch. Kalia? Und? Irgendetwas Nützliches? Ja, ein paar Dinge. Kalia, den Erzählungen der Dorfbewohner berichten. Interessant. Und du hast recht, dieser Kerl da hinten sieht wirklich seltsam aus. Naja, komm jetzt. Wenn du dich nicht an deine, Und was hältst du von den derzeitigen Geschehnissen? Naja, fragen wir einen anderen mal. Mal fast zum Gruß. Gehen wir mal. Ist das kalt. Also, das Schloss ist gut 2 Meilen nördlich von hier. Wenn wir auf dem Weg bleiben, sollten wir keine Schwierigkeiten haben. Geh du einfach vor. Ich halte dir den Rücken frei. Okay, wohin genau?
Dahin. Ah, okay. Also Richtung Osten. Ich wollte schon sagen, kommt sie noch mit oder nicht? Ihre Quest müssen wir ja auch noch machen. Die Wagentür benötigt einen Schlüssel. Kalia, kommst du? Nehme ich mit. Der Turm da vorne sieht verdächtig aus. Lass uns vorsichtig sein. Ja, mache. Pass mal auf. So, Pfeile nehme ich mit. Die haben nichts. Nur eine remesische Ausrüstung. So, noch ein Küstenboot können wir uns. Schon, das wird heute gar nichts mehr. Kalia, passt doch wohl, oder? Noch einer? Okay. Alter, übertreibt nicht. Hier ist noch irgendwo einer. Fokus. Verdammt. Entenor. Verdammt. Das waren alle. So, durchsuchen, Entenor. Diadem der eisernen Flamme? Ich glaube, der wäre auch jemand mit einem Kopfgeld. Was haben wir da? Kann ihn nicht rausnehmen, schade. Halimasch. Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Zum Mitnehmen, zu gebrauchen? Irgendwas? So. Nichts. Auch nichts. Stab des Feuerballs. Wenigstens eine Sache, die Wert hat. Kappe und Kleidung. Okay, Kalia steckt fest. Kartoffeln. Nehmen wir mal eine mit. Benutzen Kochstelle. Kann ich was kochen? Nein. Okay, sie steckt fest. Sie kommt wahrscheinlich nicht hinterher. Irgendwas müssen die hier doch haben. Zwei zusätzliche Groschen. Nice.
kann dir nicht helfen, da rauszukommen, oder wie? Wenn ich jetzt ein bisschen weiter weggehe, spawnt die dann irgendwie? Und findet einen anderen Weg? Sie bewegt sich. Sie hat es rausgefunden. Oder auch nicht. Doch. Okay, da bin ich froh, dass sie es rausgefunden hat. Was haben wir hier? Die magischen Disziplinen, Lichtmagie. Und Geschicklichkeitstrank. Nehme ich mal mit. Wer weiß, vielleicht können wir das gebrauchen. Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Es geht auf jeden Fall sehr weit hoch. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Das waren alle. Ja, danke für die Info. Habe jetzt nicht erwartet, dass das jetzt alle waren. So, da hinten. Ein Haussymbol, Lagersymbol und Dings. Vorsicht! Das macht er hier ganz alleine. Dann wenigstens Dietrich. Käsestück, Kartoffelsuppe. So, Groschen. Genesungstrank. Groschen. Groschen. Kohl nehme ich mit. Silber mit Zistringen nehme ich auch mal mit. Feinschleifpfeil. Feuerschutztrank. Genesungstrank. Wollen wir hier die Nacht verbringen? Würde ich mal sagen, ja. Es ist eh mitten in der Nacht bis 8 Uhr morgens, kurz vor 9. Ich dachte schon, das wird heute gar nichts mehr. Okay, der war nicht allein. Okay, gehen wir weiter. Wahrscheinlich war der auf der Jagd oder so. Kalia, ich weiß, es ist kalt. Warum hast du dir nichts Wärmeres eingepackt? Oder es liegt einfach an der Rüstung? Nehme ich mit und die Pfeile. Gibt es hier sonst noch irgendwas? So, Eisendolch, Werkzeugkasten. So, Kartoffeln nehme ich mal mit. Wo ist die Straße hin? Von wo kamen wir? Von da.
Okay, hier haben die auch irgendwen erhauen. So, ich glaube, wir müssen jetzt nach Norden. Durch dieses Lager da vorne auch. Ich höre Eiswölfe. Ah, okay, hier sind Verlorene. Wo ist da? Natürlich müssen die jetzt auch noch dazu kommen. Talia, ich brauche deine Hilfe. Fokus, Kalia. Fokus. Hat sie mich gerade? Sauber. Einem rechten Weg. Warte. Was? Ich warte? Kalia? Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Wolfsfleisch, Wolfsklauen. Umschreibkolben, hier war doch noch irgendwo einer. So. Novizen? Oh nein. Das ist Bruder Gallius. Was ist hier passiert? Ich weiß nicht. Durchsuchen wir ihre Körper. Anweisungen. Armschien des Ordenshüters, Fackel, Gewand des Ordenshüters, Harnisch des Ordenshüters, Hüterlangschwert, Hüterschild, Stiefel des Ordenshüters, Wache des Ordenshüters. Ich rede gleich mit Kalia. Ich will hier noch weiter erkunden. Untote Vertreib Rang 3. So, ich lese mal die Anweisung, wenn ich die jetzt finde. Da. Jäger aus der Gegend berichten von seltsamen Kreaturen in der Ruine von Nordwind. Wir glauben, dass sich ein Entropist in den Minen des Dorfes versteckt. Seht euch die Mine bei der nächsten Mission im Nordwindgebirge an. Der Orden braucht seltene Metalle für die Rekonstruktion des Leuchtfeuers. Und wenn wir die Mine wieder in Betrieb nehmen wollen, dürfen wir sie nicht den Entropisten überlassen. Siegelführer JB. Leuchtendes Thoriumerz. Genesungstrank. Silberschwert des Feuerzorns. Was ist Thoriumerz jetzt bitte? Eisen? Nehmen wir mit. Könnten wir jetzt doch, glaube ich, für die Tür gebrauchen. Das ist die Mine. Dort wird Mine entdeckt. Ihr seid auf Stufe 39 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 4 Handwerkspunkte und 1 Erinnerungspunkt erhalten. Geht noch mehr auf Lebensenergie. Und? Hast du etwas gefunden? Ihre Befehle. In der Mine oben im Nordwind scheint sich ein Wildmagier zu verstecken, der für die ganzen Elementalwesen Verlorenen hier verantwortlich ist. Oh. Natürlich. Ich habe davon gehört. Die Armen. Dieser Mistkerl muss sie überrascht haben. Lass uns einen Blick in die Mine werfen, Saira. So lange wird unsere Expedition in das Schloss warten müssen.
den Wildmagier in den Nordwindminen zur Strecke bringen? Da oben? Oder hier? Warte mal. Vergeltung. Einmal kurz speichern, bevor wir reingehen. Wo gehst du hin, Saira? Das ist nicht der Weg. Beeil dich einfach. Ich warte hier so lange. Okay. Kalia folgt euch nun wieder. Achso. Da. Das war ein Angriff. Hast du mich gerade verbrannt oder geheilt? Feinde, mach dich bereit. Da ist noch ein Elementarwesen. Geselle. Mist. Mist. Hä? Ach, hier oben. Okay. Nochmal speichern. Wir haben die alle überstanden. Gehen wir in diese Richtung. Rund um Erz. Attacke nicht. Wenn er die eine Faust da in den Himmel setzt. Hier sind nur Einzelteile. Was haben wir? Assassinenharnisch der Verborgenheit. Megastron Kriegsaxt. Elementarismus Geselle. Ambrosia. Da hinten müssen wir hin, glaube ich. Okay. Experte. Mist. Okay, in die andere Richtung. Okay, das war, glaube ich, zu weit. Vielleicht so. Ja, okay. Nur so ein bisschen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Rund um Erz. Schattenstahl. Okay, hier gibt es noch richtig viel Schattenstahl. Kalia, ich werde deine Hilfe brauchen. So.
So, Leben ist schon mal voll. Ja. Was? Ich muss gleich gucken, was das ist. Endpunkt ist. Das war's. Mist, ich steck fest. Elius hat mir bei der Vorbereitung für die Prüfung geholfen. So zu enden hat er nicht verdient. Wir müssen dem Großmeister von dem hier erzählen, wenn wir das Schloss von Dalgalá durchsucht haben. Machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. So, was hat er im Inventar? Diadem des Limbus, Entropierobe, Gab der mächtigen Auferstehung, Zauberbuch des Grabesfluch und noch einen zerbrochenen Seelenstein. Was hat es mit diesen zerbrochenen Seelensteinen auf sich? Und was haben wir eingesammelt? Set der Gefallenen, Maske der Gefallenen. Set des Karak. Set des Tribunals, richtende Hand des Tribunals. Okay. Noch ein Stück vom Tribunalset. Minenschlüssel. Genesungstrank, nehmen wir mit. Was gibt's da drin, ne? Seelenstein nehmen wir mit. Dietriche, Groschen. Leersalz nehme ich mit, die können wir gebrauchen. Hier sind nur Einzelteile. Oh, da sind. Kalia, du bist im Weg. Verzauberung, Experte. Orbaia rufen. Rost drauf. Da hatten wir schon. Ich glaube, die Mine haben wir durch. Genau, die haben wir durch. Hier gibt es nichts mehr. Haben wir zumindest. Warte mal. Achso, Kalia. Wo gehst du hin, Saira? Das ist nicht der Weg. Beeil dich einfach. Ich warte hier so lange. So, es hat automatisch gespeichert. Den Weg. Wir haben zumindest Vergeltung geübt. Ah, hier ist ein Dorf, das zerstört aussieht. Ach, das ist Kalia. Ich dachte schon, was war das denn für ein Geräusch? Ich hab's geahnt, dass irgendwas uns angreift, Feuersalze. Dass hier Elementaristen sein werden. Ein Stahl. Stahlschuhe, Stahlschwert. Wieder Wegfindungsprobleme. Nordwind entdeckt. Das Dorf heißt also Nordwind. Okay. Den nehme ich vorsichtshalber mal mit, auch wenn es nur 10 Sekunden sind. Hier können wir nicht rein. Silbererz. Kann ich nichts mitmachen. Hier können wir auch nicht rein.
Das hier führt zum Schloss. Hier kann man nicht rein. Hier auch nicht. Keine Truhe. Vielleicht drei Elementarwesen. Mittlerer Rucksack, pürierte Handschuhe, Rundschlagaxt. Konter. Und Schlammelementar. Hier ist noch ein Set des Nemesis-Schuhe. Noch ein Wein. Okay, die Sets werden auch immer vollständiger. Schriftrollen. Ihr? Ich schicke euch mal zu Kalia. Damit sie da vielleicht rausfindet. Es geht los. So. Super, dass sie mich heilt. Ich finde ihre Zauber mega. So, die werden wahrscheinlich nichts haben. Sie soll erstmal ein bisschen regenerieren. Kann man hier wenigstens rein? Auch nicht. Hier sehe ich was. Experte. Mist. Wir wissen schon mal wo. Ja. Jetzt haben wir es. Banktresorschlüssel 2222. Wir müssen mal wieder die Tresoren absuchen. Hier gibt es wieder nichts. Können wir auch nicht aufmachen. Hier können wir auch nicht rein. Boah, macht mir nicht Angst mit diesen Arten. Feinde. Das waren alle. Ja, geh mal da weg. Ich höre hier was. Bitterbrandwein, der Pfad der Sternsommernacht, die Offenbarung, Groschen. Kann es sein, dass hier hinter ihm was ist? Was hat dieses Geräusch zu bedeuten? Oof.
Kiss irgendwas. Was und wo? Da ist übrigens das Schloss, da wollen wir hin. Die Werkbank, die kann man sogar noch benutzen. Schleifern kann man benutzen, Gerbgestell kann man benutzen. Nordwind Minenlager. Wollen wir kurz reingehen? Wo gehst du hin, Saira? Das ist nicht der Weg. Beeil dich einfach. Ich warte. Vorsicht. Was ist mit der Mutter? Da ist super. Das waren alle. So, Genesungstrank? Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Brauchbares, nützliches, besonderes. Hier ist noch ein Genesungstrank und Frostschutztrank. Frostschutzmittel. Schwarzpulver. Ich kann da jetzt nicht mit interagieren, aber ich glaube, das hat was zu bedeuten. Hat bestimmt mit einer Quest zu tun. Also wir werden hier definitiv nochmal hin müssen. Gehe ich mal sehr stark von aus. So. Und jetzt gönnen wir uns nochmal ein Krustenbrot. Krass, dass hier im Dorf niemand mehr lebt, alle tot, alles zerstört, verwuchert, wie auch immer. Heruntergekommen auf jeden Fall. Nochmal automatisch speichern. Hier den Weg hatten wir hier schon erkundet. Ich glaube, das hier ja. Das hier zum Schloss oder das andere Weg dahin? Wo ist der Eisbär? Da. Na, mein Kleiner? Das waren alle. Ich gehe auch von aus, dass das alle waren. Sie kommt hinterher. Gut. Was für ein Bollwerk. Da drin könnte man ein ganzes Dorf unterbringen. Das glaube ich auch. Schloss Dalgala entdeckt. Erstmal von ein paar Wölken überrascht. Komm, Kalir, gehen wir rein. Verschlossen, wie erwartet. Vielleicht können wir die Tür irgendwie aufbrechen. Ja, bloß wie? Wenn wir Schwarzpulver hätten, dann könnten wir es vielleicht aufsprengen. Und wie sollen wir hier an so viel Pulver kommen? Wir haben doch gerade was gefunden.
Das ist die Frage. Aber Nordwind war ein Schürferdorf und ich meine, unten beim Stolleneingang eine Art Lager gesehen zu haben. Ich schlage vor, du siehst dir das mal an. Ich lege in der Zeit den Eingang frei. Okay. Holen wir uns das Schwarzpulver, was wir gerade entdeckt hatten, womit wir interagieren konnten, aber auch wieder nicht interagieren. Waren wir dann doch ein bisschen zu früh da und da war ich froh, dass wir mit Kalia zuerst dahin gegangen sind, das vorgegriffen hatten. Denn allein gegen die ganzen Spinnen, ich glaube, hätte ich nicht geschafft. Sie bleibt ja da oben. Es sei denn, die sind jetzt extra dafür, nach diesem Dialog, extra nochmal neu gespawnt. Ich hätte mir jetzt nur gewünscht, dass da vielleicht so ein anderer Dialog käme, wo sie dann sagt... Warte mal, da oben ist auch noch irgendwie was. Ich finde das Gebirge hier aber richtig krass, wenn wir uns das mal auf der Karte ansehen. Wahrscheinlich hier oben irgendwie. Man kann ja noch weiter nach oben. So, da wären wir wieder. Fässer zu Kalia tragen. Im Laufe des Spiels werde ich auf seltene Rüstungsteile stoßen, die... So, und jetzt Entdeckung. Okay, nice. Dann mal rein. Dann mal rein. Am besten Feuer ausweichen, ja? Ich glaube, wir werden gleich drinnen angegriffen. Vielleicht einmal kurz speichern. Nur zur Vorsicht. Hier sind auch einige Leute erfroren. Was zum... Atmen, Kalia. Einfach atmen. Verzeih mir. Das... Der Anblick kam unerwartet. Ja? Ich schätze, jetzt wissen wir zumindest, was mit Dalgalas Dienern und Lehrlingen passiert ist. Das war eben wieder dieses Wesen in dir, richtig? Wie ein alter Dothulgrad. Ja, das... Diesen Anblick habe ich nicht erwartet. Aber es war nicht kritisch. Mach dir keine Sorgen. Meinst du, der Schwarze Stein hat mit dem hier zu tun? Mit den Leichen? Ein idealistischer Graf, ein abgelegenes Schloss und ein Artefakt, das die Hohen verpestet haben... Wäre doch naheliegend, oder? Durch die Hauptpforte kommen wir aber nicht hinein. Lass uns nach einem Seiteneingang suchen. Okay. Ich will hier trotzdem mir das mal alles ansehen. Vielleicht finden wir hier noch Rüstungsteile. Uff. Die Tür hier sieht aus, als könnte sie uns ins Hauptgebäude bringen. Aber sie ist verschlossen, oder? Ja, leider. Sieht so aus, als müssten wir den Schlüssel suchen. Ach, war zu erwarten. Dann müssen wir wohl die Kadaver durchsuchen. Irgendjemand... Irgendjemand muss es geben. Was ist mit Bruder Jabor? Abgelehnt. Wie die anderen auch. Wenn ihr ihm vielleicht noch einmal versuchen würde zu erklären, wofür wir die Körper brauchen, dann... Ich werde mich vor diesen Narren nicht rechtfertigen. Wenn sie auch nur einen Funken Anstand besäßen, würden sie die Schuld erkennen, in der sie bei mir stehen. Aber dann eben nicht. Es gibt andere Wege. Sag den Dienern, dass ich für den Abend nicht mehr gestört werden möchte. Und bring mir neue Salbe. Die Salbe, natürlich, Meister. Schreitet wohl. Okay. Muss den Schlüssel ja haben. Alles in Ordnung, Saira? Ich glaube, ich habe eben Dalgala gesehen. Du meinst in einer Vision? Aber ja. Wie das? Ich dachte, alles, was du siehst, stammt aus der Zeit der Pyrrha. Dachte ich auch, aber es war er.
Ich bin mir sicher. Er hat mir mit einer Frau gesprochen. Die Apothekari haben wohl aufgehört, ihn mit Leichen zu versorgen. Das dürfte die Jagdaufträge erklären, von denen die Dörfler erzählt haben. Aber wofür hat er so viele Kadaver benötigt? Für den Engel? Naja, sehen wir uns erstmal nach. Warte, hörst du das? Welcher Diener? Kalia, ich könnte Hilfe gebrauchen. Ah, scheiße, ich. Keine Genesungstränke mehr, glaube ich. Okay, ich gehe mal in diese Richtung. Mal gucken, was da passiert. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie was. Öffnen Schloss Dalgalar-Stelle. Hier könnten wir rein. Die Küche. Gehen wir mal in die Küche. Natürlich. Wo ist Kalia jetzt wieder hin? Ektoplasma und Geistertuch. Uhr und Säge. Wir gehören auch zusammen in dieselbe Schublade, finde ich. Was? Eterna Ohren. Dinger kann ich nicht durchsuchen. Ambrosia. Sonst gibt's hier nichts, ne? Kalia, ich hätte deine Hilfe drinnen gebrauchen können. Vielleicht nochmal kurz speichern. So, die Stelle. Schlammorchel, tote Tiere, Pferde wahrscheinlich. Die sind wahrscheinlich alle ausgehungert. Und wurden dann von irgendwelchen Tieren zerfressen, sagen wir jetzt mal. Wir haben ein Viertel von denen hier angeschafft. Nice. Hufeisen, Hammer, Nägel, Zangen. Was soll man mit dem Hufeisen? Bringen die Glück? Nimm die mal mit. Die ist leer. Okay, hier war jetzt nichts. Abgesehen von dem einen Sammelobjekt. Beschriftetes Papier? Ja, ich weiß, aber er ist unser Meister. Was willst du also tun? Ein Jahr noch, dann haben wir hier genug Groschen beisammen, um uns zwei neue Pferde zu kaufen, wofür auch immer er sie benötigt hat. Dietriche? Noch mehr Nägel und Hufeisen.
Das waren definitiv Pferde. Wo gehst du hin, Saira? Das ist nicht der Weg. Ja. Irr dich einfach. Ich warte hier so lange. Nochmal kurz speichern. Gehen wir mal hier hoch. Na, hier ist dicht. Hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir haben keine andere Wahl, als dahin zu gehen. Und uns das noch einmal anzutun. Daher würde ich sagen, machen wir das aber in der nächsten Folge noch einmal. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.